30 Hochzeiten, 3765 Folgen, 35 Liter Kunstblut und 300 Sexszenen. Bei Alles, was zählt, passiert wirklich schon so einiges. Das ist allerdings auch kein Wunder. Immerhin flimmert die Serie mittlerweile seit unglaublichen 15 Jahren über die Bildschirme. Am 4. September 2006 nimmt alles seinen Anfang, als die Geschichte von Diana Sommer, gespielt von Eiskunstlaufstar Tanja Schewtschenko, beginnt. Sie ist mittlerweile seit 3 Jahren nicht mehr dabei. Dafür kommen einige neue Darsteller, aber gehen auch wieder. Ein Fels in der Brandung bleiben jedoch die Steinkamms. Allen voran Richard und Simone. Die beiden Darsteller der ersten Stunde, Silvan Pierre-Leirich und Tatjana Klasing, graben anlässlich des Jubiläums für Promiflash in ihren Erinnerungen und erzählen von ihren liebsten Momenten. Also ich persönlich mag am liebsten unsere Szenen am großen Esstisch, wenn die Familie versammelt ist und die unterschiedlichen steinkammschen Charaktere aufeinandertreffen und sich kabbeln. Was ich außerdem sehr liebe, sind Traumszenen. Solche Szenen sind einfach herrlich zu spielen. Das sind nur ein paar von vielen Augenblicken am Set, an die Tatjana gerne zurückdenkt. Es gibt allerdings auch einige, die nicht so herrlich sind, wie etwa der Abschied von ihrer Serientochter Vanessa alias Julia Augustin. Gerade weil sie und ihr TV-Ehemann Silvan sie aufwachsen sehen. Sie war von der ersten Stunde an dabei und das war sehr hart. Wir haben so viel Lebenszeit miteinander verbracht. Und Jule, sie war 18, als sie bei AWZ angefangen hat. Das war dann schon ein gewachsener Moment, weil man auch familiäre Gefühle entwickelt hat, sodass es dann schon sehr am Herzen gezogen hat. Jules Exit ist nur der jüngste in der 15-jährigen Geschichte der Serie. Zuletzt gehen neben ihr ebenfalls ihr Serienmann Lars Korten und AWZ-Urgestein André Dietz. Über die Jahre hinweg gibt es aber nicht nur Ausstiege, sondern auch einige Neuzugänge. So wie etwa Anja Niedig alias Isabel Reichenbach. Sie ist mittlerweile seit 11 Jahren dabei und kann sich auch heute noch an ihren ersten Drehtag erinnern, als wäre es gestern. Ich war so aufgeregt. Und dann war es natürlich auch direkt eine Nacktszene. Ein One-Night-Stand mit Ben Steinkamp. Aber ich dachte nur die ganze Zeit, krass, ich spiele bei Alles, was zählt mit. Mindestens genauso euphorisch, Teil des Casts zu sein wie Anja, ist Christopher Kohn. Er ist seit 2018 in der Rolle des Finn Albrecht zu sehen und kann sein Glück immer noch nicht fassen. Also, ich habe damals direkt gesagt, als ich besetzt wurde, und das zieht sich jetzt seit 3 Jahren durch, ich bin total stolz, in einer Serie zu sein, die so erfolgreich ist und so viele Leute begeistert. Und begeistert sind die Zuschauer. Sie kriegen seit 15 Jahren nicht genug und sind auch weiterhin auf jede neue Folge gespannt. Und das ist eben alles, was zählt.